Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII, dem Remake. In der letzten Folge waren wir in Sektor 8 angekommen, haben uns da ein bisschen umgehört. Der Sektor ist leider ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, nicht wegen uns, sondern wegen Shinra. Und wir haben das erste Mal Aerith getroffen und da habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut. Vor allem, weil ihr Song da noch da war und ach, das war... Ein sehr, sehr tolles erstes Treffen, muss ich sagen. Wir werden sie wiedersehen und darauf freue ich mich noch mehr. Leider nicht in dieser Folge, aber in dieser Folge geht's trotzdem heiß her. Viel Spaß. Ich bin geizig, ich weiß, obwohl ich es wahrscheinlich nicht sein muss. Aber ich bin es trotzdem. Widerstand ist zwecklos. Du entkommst nicht. Na komm, Hund. Du entkommst uns nicht. Alter, der Pisser. Ich hasse Hunde. Wie macht man den Ausweichumschlag? Ich weiß es nicht. Naja. Machen wir kurz kaputt und dann gucken wir mal nach, ob wir das irgendwie machen können. Das war's noch nicht, ne? Ach du Scheiße, es sind noch mehr. Okay. Keine Chance. So, der Grenadier hier auf jeden Fall als allererstes. Dann der Gardist, der ist gerade hier so schön in der Nähe. Der ist einfach umgefallen. Oh Scheiße, ich höre einen Hubschrauber. Ach du Scheiße. Es kommt noch mehr. Was tue ich hier? Ah nein. Oh mein Gott. Los, konzentriert euer Feuer. Wir vermuten, dass der Gesuchte zum Bahnhof will. Scheiße. Nicht ihr. Ich muss dich aufholen. Okay, pass auf. Dann werde ich auf jeden Fall noch mal einen Heiltrank gebrauchen. Lass mich mit dem alleine kämpfen. Das ist ein 1 versus 1. Boah. Wenn der hier erstmal weg ist, bin ich glücklich. So. Jetzt bist du noch alleine. Was machst du jetzt, hä? Oh, bist du jetzt etwa geschockt? Das tut mir fast schon leid. Lass die nicht entkommen. Da ist noch mehr. Was habe ich getan? Hä? Alle Fluchtwege gesichert. Oh Gott. Ich habe hier was richtig angezettelt. Das war vielleicht nicht die beste Idee, hier lang zu laufen. Um die Gegend zu erkunden. Da ist ja noch jemand. Ich mache hier einen Genozid. Oder kann das sein, dass da hinten bei Aerith... Der Angriff ist zu gefährlich. Ob es sonst noch einen Weg gibt? Ich gehe am besten über die Dächer. Ausschwärmen! Er darf uns nicht entwischen! Kann das sein, dass da hinten bei Aerith eine Sackgasse war? Oh, ich komme jetzt nicht mehr zurück, um nachzugucken, oder? Doch, doch, doch. Hinter mir. Wir gucken einmal ganz kurz nach. Oben ist es wohl am sichersten. Ich könnte mich durchprügeln. Ich will wissen, was da hinten ist. Hetzjagd über die Dächer. Ich prügel mich durch. Ist mir scheißegal. Komm her. Schnapp ihn dir. Na gut, dann zuerst ihr. Ihr seid sowieso leichte Beute. So, und jetzt kommt das Hundilein. Ah, wolltest du mich gerade beißen? Ist das so? Nimm das. Ich habe keine Ahnung, wo du bist, aber egal. Ich bin bei dir kaputt. So, hehe. Ich will wissen, was da hinten ist. Niemand steht mir im Weg. Befehl von der Luftwaffe. Wir sollen die Bahnhofsumgebung besser sichern. Dann sicher mal.
Während der Kollege irgendwie ins Nichts schießt. Genug. Ich sollte hier abhauen und erstmal die Lage checken. Aha, eine Kiste ist hier. Ich könnte rein theoretisch hier durch, oder? Die Zielperson ist allein und darf nicht entkommen. Am Bahnhof ist es momentan zu gefährlich. Der Typ da hat ein Schwert, das nicht normal aussieht. Ich fürchte, ich werde gegen ihn kämpfen müssen, aber zuerst sichere ich mir diese Seite. Hätte ich vielleicht vorher auch schon machen sollen. Supertrank. Nice. Kein Pokémon-Trainer der Welt kann mir jetzt was anhaben. Velvex Voix. Welcome, best food around. Das ist ein Hund auf dem Bild. Breakfast and Lunch. Hamburger. Hash Browns. Roasted Chicken. Fresh Juice. Coffee. Espresso. Cheap Price. Da stehen aber keine Preise dran. Das ist ein Musikhaus. Also das hier muss echt ein Restaurant sein. Warum auch immer hier Boxen sind, hä? Oder gehört das Restaurantschild zu irgendwas anderem? Ne, das muss das hier sein. Und da ist auf jeden Fall ein Hund drauf. Ja, das ist das Restaurant. Velvex Voix. Sagt mir auf jeden Fall nichts. Muss wohl was Ausgedachtes sein. Ich mag übrigens dieses Szenario von Final Fantasy VII. Ich weiß nicht. Steampunk kann das ja nicht sein, ne? Der Bahnhofsvorplatz wird sicher gut bewacht. Ja gut. Auf jeden Fall sind wir richtig gelaufen von Anfang an. Meine Intuition ist halt so richtig gewesen. Aber wir gucken erstmal hier rum, ob wir noch irgendwas finden. Vielleicht noch ein bisschen Materie? Schade, leider nicht. Und falls ihr einen Geschmack auf Final Fantasy bekommen habt, es gibt einen Film, der ist eigentlich ganz cool. Final Fantasy Advent Children. Kann ich euch nur empfehlen. Da ist eine Leiter, aber ich laufe erstmal hier rein. Erstmal gucken, was hier so Schönes gibt. Oh, Kisten! Metalltrinken, nice. Wie sah ich meinem Leben aus? Ah, gut. Wir können wieder. Also wir werden hier auf jeden Fall mit Heiltränken zugeschüttet. Früher oder später können wir sie auch selber kaufen. Momentan müssen wir damit zurechtkommen. Feuer frei! Knallt ihn ab! Was soll das? Ich konnte mich gar nicht wehren. Die schießen einfach auf mich. Das war knapp. Ich hätte nochmal runtergehen sollen und es fertig machen sollen dafür. Wie schießt der überhaupt? Soll ich da mal runtergehen und sie fertig machen? Nur so aus Spaß? Oh komm. Die haben mich angeschossen, das akzeptiere ich nicht. Niemand schießt mich einfach so an. Warum tun sie so etwas? Oh, ich kann nicht mehr runter. Oh, die Schweine. Och Mann. Ich wäre doch so gern. Na gut. Lauf mal wieder hoch. Oh ja, wir sind hier in Eile. Zeit verlieren. Oh doch, dürfen wir. Dafür geht das schon. Eisenreif. Nice, ja. Wir dürfen keine Zeit verlieren, also gehen wir mal ganz kurz unsere Ausrüstung durch. Und gehen auf den Bronzereif und rüsten dafür den Eisenreif aus. Und der hat sogar einen Materiaplatz. Nice. Kann man den sehen, den Armreif? Ist er das? Auf der linken Seite? Ich weiß es gar nicht, ich glaube schon. So, und jetzt? Wohin fliehen wir? Ah. So, an diesen Part erinnere ich mich überhaupt gar nicht im alten Spiel. Also ich kann mich auf Flucht auf dem Bahnhof kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, man ist direkt im Zug gewesen. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Der Kerl ist gefährlich. Oh oh. Ist hier ein Schildtyp. Ich wollte doch gerade ausweichen. So, was machen wir jetzt mit dir?
Oh. Lauf mal hier entlang. Hallo. So, jetzt komm mal her. Ich muss mal gucken, was ich mit dir mache. Erstmal von hinten angreifen, ist glaube ich der erste Punkt, den man machen kann. Das war abzusehen. Vielleicht kann man noch mehr machen, aber ich weiß nicht. Also ich finde die Items, die man bekommt, die sind immer so schnell weg, ich kann mich kaum darauf konzentrieren, weil sie doch mitten im Kampf irgendwie erscheinen. Aber man kriegt auf jeden Fall viele Heiltränke, das habe ich gemerkt. Kein Entkommen! Genug! Jetzt kommt noch dein Kumpel, der die Kisten anscheinend bewacht hat. Das sind meine Kisten. Nur ich darf die kaputt machen. Ha! Heiltrank. Kann man da nicht sehen, wie viel Gil ich schon habe? Ach stimmt, was ist jetzt eigentlich mit dem komischen Gadis da? Wachmann der Shinra Sicherheitsbehörde patrouilliert sowohl auf öffentlichen Straßen. Ne, das ist der Gadis, den kennen wir schon. Den Grenadier kennen wir noch nicht. Grenadier der Shinra Sicherheitsbehörde feuert unterstützend aus der zweiten Reihe. Er bevorzugt es, Gegner aus der Distanz zu bekämpfen, ist aber auch im Nahkampf versiert. Wow, aber. Der wirft doch nur Granaten. Wer war jetzt der andere? Sturmgardist, oder? Sturmwache der Shinra Sicherheitsbehörde. Mit seinem massiven Schild ist er auf Nahkampfeinsätze spezialisiert. Er wird sowohl auf öffentlichen Straßen als auch in den Einrichtungen des Konzerts zur Aufruhrbekämpfung eingesetzt. Der Gesuchte ist in das Wurmviertel eingedrungen. Verriegel die Ausgänge und schickt schnell Verstärkung. Oh, hi. Verstecken Sie sich einfach. Ich weiß gar nicht, lohnt sich auch gar nicht, die irgendwie zu blocken, weil die so wenig Schaden machen. Weiter geht's. Also man kriegt auf jeden Fall Gil immer nach dem Kampf. Also ich beklaue quasi die Toten. Ist nicht nice. Ja, viel Spaß da unten. Hab dich gesehen. Haha. Kann ich die Truhe schon öffnen? Ich bin bereit. Oh, 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 Jungs! Schild mal! Wir brauchen ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen, Leute. Was ist denn hier los? ihr könnt gerne kommen. Immer schön zusammenbleiben. Es ist immer ganz wichtig, zusammenzubleiben, Leute. Damit man euch zusammen fertig machen kann. So, dann schauen wir mal, was wir mit euch machen. Sag mal. Die sind nicht wirklich schnell, oder? Zu zweit sind die echt gemein. Ich kenn dich schon klein. Genug jetzt. Weißt du, ich kann einen schlagen und den anderen dann nicht. Ich krieg dich schon klein. Okay, das funktioniert auch nicht. Aber er ist kurz gestunt. Meine Fresse, wie soll man euch denn zu zweit bekämpfen? Bleibe stark. Kein Weg vorbei. Dir werde ich zeigen. Stimmt, wir wollten das nochmal mit dem Ausweichding gucken, ne? Haha, du bist ganz alleine. Was machst du jetzt? Na gut. Okay, das sind nicht die furchteinflößendsten Gegner überhaupt. Aber wenn sie zu zweit sind, sind sie nervig. Stufe gestiegen, nice. So, ach guck mal, da sind noch mehr. Magie vielleicht? Nö, das ist eine Feuer. Kampfeinstellungen? Anführer, ja. Kreuzschlag, Limit. Das hilft mir alles nicht weiter. Ausweichumschlag. Vielleicht ausweichen und... Oder vielleicht macht er direkt den Rundumschlag. Auf diese neue Art und Weise. Da ist er! Granate! Der Grenadier ist wirklich spitze, muss man sagen, ne? Ich bin schon längst weg, wenn er angreift. Au. So. Au.
los geht's. Nee, Allround-Umschlag. Nee, das ist was anderes. Ach, das war der. Ah, okay, es ist wirklich der aus der Rundumschlag hat sich geändert. Ich will die Truhe öffnen. Verdammt. Es stimmt mit euch nicht. Allein die Musik ist geil. Oh, ich liebe es. Okay, das war's. Ein Aether. Ja. Und wir haben Hunde vor uns, Leute. Meine Lieblingsgegner. Ist das nicht toll? Ah. Oh, jetzt haben wir sie alle zusammen. Ich könnte jetzt quasi weglaufen. Also ich muss nicht kämpfen, aber ich werde kämpfen. Einfach weil ich das Kampfsystem geil finde. Nur falls ihr euch wundert, warum ich hier noch was mache. So, jetzt bist du aber dran. Keine Chance. Schön doch mal in die Offensive. Ach komm. Ich hatte dich doch schon fast. Diese Hunde, ey. Hä, Hund? Sag mal, geht's dir gut? Er hat doch gerade wieder seinen komischen... Er bereitet doch seinen komischen Biss vor. Niemand mag dich, Hund. Niemand. Katzen sind viel besser. Auch wenn du wahrscheinlich so ein Mischling bist. So, wo geht's jetzt lang? Hier links nicht. Aha, eine Truhe. Da, wo es nicht lang geht, sind immer Truhen. Erste Regel, wenn man ein Spiel spielt. Supertrank, nice. Sowas behalte ich dann für den Notfall, für richtige Bosskämpfe vor. Huch. Ihr hättet mich auch überfahren können. Jetzt hat dein Spiel ein Ende. Oh, scheiße. Na gut, dann wollen wir mal. Kümmern wir uns zuerst hier um die kleinen Dinge des Lebens, ne? Oder des nicht mehr Lebens. Wer lebt noch? Du bist gerade auf jeden Fall schon mal tot. Ey! Oh, der hat ein rotes Schild. Hat dein Herz da vorne drauf? Nee. Ups. Vielleicht hätte ich abblocken sollen. Ach, der schießt gleichzeitig. Das ist sein Ding. Au. Naja, zumindest sind deine Freunde tot. Was machst du jetzt? Das wird wehtun. Hier ist kein Durchkommen. Alles klar, okay. Wie mache ich das jetzt mit dir? Kannst du noch mal bitte was sagen? Oh, ich liebe es, wenn du was sagst. Was bist du denn? Haha, du bist schockanfällig. Achso. Ja, komm. Komm, tanz für mich. Versuch es nur. Okay. Das war's dann. Ach, verdammt. Nicht dein Ernst, Mann. Nicht gut. Ach ja, ich muss ja erstmal auf ATB warten. Ja, ja. Hör du mal. Okay. Dann wird es halt ein längerer Kampf mit dir. Wuhu. Okay. Als nächstes kriegst du was ab, wenn du was machst. Komm. Ja, komm du näher. Du musst in der Mitte stehen, damit ich dich gleich erwische. Au! Was für ein Penner. Jetzt komm, mach was. Okay. Schluss mit Lustig. Jetzt oder nie. So,
Jetzt bist du dran, mein Freund. Nimm das. Jetzt komm, komm. Komm schon. ATB, lass mich hier im Stich. Das war's dann. Oh, puh. In der letzten Sekunde noch erwischt. Stopp ihn! Na, ja, was? Sektor 8, Chor 2. Wir haben den Mann. Festnahme folgt. Hey! Wo hast du das? Ja. Tja, da war wohl einer von früher dabei. Armer Cloud, wo bleibt er denn nur? Ist doch kein Grund zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Ja. Moment. Na, da bist du ja endlich. Hä? Hm? Wolltest dich wohl vor der Arbeit retten, was? Shinra war uns auf den Fersen, also hab ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was hab ich gesagt? Ja. Warte. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen. Ja? Draußen waren unsichtbare Wesen. Ja? Hä? Wie Geister in langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später. Nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Ha! Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Ganz schön voll. Ja, allerdings. Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Also so beschützt man doch keinen Planeten. Tja, wir sind ja nur die mit den Waffen hier in den Zügen, ne? Ist nicht auffällig, nee. Und die Blume. Auch nicht auffällig. Keine Wachen in Sicht. Keine Arbeit. Ich wäre jetzt echt gerne allein. Ich war schon ewig nicht mehr in den Slums. Wer hat mir umgezogen? Eng. Dann bin ich jetzt wohl auch. Alter, machst du Stress? Was ist los? Und wenn sie noch einen Marco-Reaktor... Achso, das sah so aus, als wollte er Stress. Ich dachte, hast du mein Schwert nicht gesehen, Junge? Willst du wirklich Stress? Darf ich dich mal was fragen? Ja, klar. Diese Kämpfe mit Shinra, macht dir das gar nichts aus? Ich meine, das sind schließlich schwer bewaffnete Jungs. Ich war bei Soldat. Ich hatte ganz schön Schiss. Meine jüngste Tochter lebt doch in Sektor 8. Gewöhnst dich schon daran. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich das niemals muss. Ob man die Schuldigen wohl schon gefasst hat? Steckt du musst ja auch nicht mitmachen bei dem ganzen Scheiß. Ich meine, im Endeffekt sind wir Terroristen. Das ist alles nur ein Traum, oder? Das Chaos wird sich auch auf Sektor wirken. Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Meinen Sie diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor umbringen wollten? Mhm. Ob die Shinra erpressen wollen? Hey, redet keinen Stoß. Der unauffälligste Mann der Welt. Ich will doch nichts anderes als den Planeten retten. Hm? Und wer sind Sie, mein Herr? Ein redlicher Bürger, der sich um die Welt sorgt. Was? Wer es glaubt, wird selig. Obst. Der tickt mal raus. Diese Explosion sollte sicher ein Warnschuss für die Verbrecher da oben sein. Ich meine die Drecksäcke, die den Planeten ausbeuten.
Wie hießen die Penner noch gleich? Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Einschüchtern lassen wir uns durch sowas nicht. Egal was passiert, wir machen so weiter wie bisher. Genau, denn Widerstand können wir auch. Und wie? Jawohl, ein Hoch auf Shinra. Ihr seid ja richtige Helden. Natürlich. Wir tun auch nur, was wir können. Gehen wir. Weißt du, das ist Barrett, der wirklich unauffälligste Mensch auf dieser Welt. Und, oh Mann. Ich hab nichts gehört. Alles okay? Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Wir tun das Richtige. Das sagt jeder von sich selber auch. Ich meine, selbst wenn ich irgendwo in einem Chemielabor sitzen würde und irgendwelche Bakterien züchten würde, die Menschheit ausrottet, dann würde ich mir auch sagen, ja, ich tue hier nur das Richtige. Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Und die pennt? Oh, der pennt. Oh, lass dich nicht beklauen. Ich hoffe, du kommst ohne Schuhe nach Hause. Hey, red mit mir. Hast du kurz Zeit? Neue kriegen eine Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon, aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Markusstadt Midgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Marco-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen... Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt es. Es geht los. Unsere IDs sind natürlich sauber. Hey, schließlich habe ich sie gefälscht. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin. Diese faulige Pizza ist schuld, dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Shinras Makogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, er kann doch abhauen. Hä? Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorherbestimmt. By the way, kleiner Fun Fact. Ich habe mir mal versucht, die Frisur von Cloud Strife selber zu machen, als ich jung war. Ich sah aus wie so ein Igel, dessen Nägel nach unten hängen. Keine Ahnung. Das war nicht cool. Ich fand die Frisur damals so übelst geil. Ich habe es echt versucht, aber es ging nicht. Ich bin sogar einmal damit zur Schule gegangen. War nicht gut. Na endlich! Hey! Hier! Willkommen hier zurück! Sind wir. Oh, ihr seid aber lieb! Was denkst du denn? Papa! Seid guten Abend, Spatzi! Ich hab dich vermisst! Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön! Nichts passiert? Was ein Glück! Bin ich froh. Ja! Wir haben's geschafft! Astra, gesund und munter zurück. Die Mission war ein voller Erfolg. Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten.
Genau. Leute! Tönt ihr nicht so rum. Wir fliegen auf. Oh Mist. Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Bis später. Oh? Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tifa wartet sicher schon auf dich. Ja. Ja, Tifa. Tifa, Tifa, Tifa. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Mal gucken, wie sie gemacht haben. Der siebte Himmel ist ein, wie nennt sich das nochmal, wo die Waisenkinder leben? Ihr wisst schon, da wo die Waisenkinder leben. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt. Waisenhaus. Verehrte Fahrgäste, der Zugverkehr wird für heute eingestellt. Informationen zum Zugverkehr der nächsten Tage werden morgen früh bekannt gegeben. Wir entschuldigen uns für die Umstände. Achtung, Achtung, der außerplanmäßige Zugverkehr ist für heute beendet. Müssten wir die Leute von oben, die da oben leben, mit hier unten vergleichen. Hier unten sehen sie alle freundlich aus und oben haben sie alle so komische Stimmen, so unsympathische Stimmen, ja. Und hier sind sie sympathisch. Sie, ja. Alte Leute, alles kunterbunt. Gibt es hier was zu essen? Sorry, ich dränge mich vor, aber ich will gucken. Kauf einen und krieg einen gratis. Ich gebe dir einfach das Stärkste, was wir haben. Ach, Alkohol. Oder hier, ja, ich bin ja hier. Menü, Kaffee, Tee, habt ihr sowas wie auf dem Saft, Darm, keine Ahnung, irgendwie so ähnlich. Saftdarm. Das muss es sein, Saftdarm. Ich geb dir einfach das Stärkste, was wir haben. So, ich hätte gerne meine Map wieder. Wie kriege ich die nochmal wieder? Huch, was stand da? Ich habe keine Ahnung. Nein, das war... Nein, das ist die falsche Taste. Wie habe ich damals die Karte? Wie habe ich die Karte damals gemacht? Ah, da war es doch. Da war doch die Karte. Da. So. Dann schauen wir uns mal hier rum. Da, guck, wie viel Platz nach oben ist. Hier, du kannst hier Hochhäuser bauen. Das ist richtig krass. Gibt bestimmt auch Fahrstühle und so. Ich sehe auf jeden Fall viele Stangen. Was die aber nicht bedacht haben, oben leben natürlich die Reichen, unten die Armen. Aber die Armen sind ja immer diejenigen, die höchstwahrscheinlich sauer auf die Reichen sind. Und wenn diese armen Leute irgendwann auf den Gedanken kommen, diese Stützpfeiler zu entfernen, dann haben die da oben aber ein kleines Problem. Ich meine ja nur, also... Wie auf der Platte. Was? In der ganzen Stadt wimmelt es von Gardisten. Aber das wird sich jetzt ändern. Wenn es denen da oben auch mal schlecht geht, wissen sie endlich, was wir in den Slums durchmachen. Einfach die Pfeiler durchschneiden, Leute. Klingt nach echtem Chaos. Das kann ja nicht so schwer sein. In der ganzen Stadt wimmelt es von Gardisten, die nach... Ja? Der Reaktor. In Sektor 8 waren alle Wege durch Schutt versperrt. Marco ist der Lebenssaft. Bla bla bla. Ich komme gar nicht hinterher. Ständig neue Poster. Sie mögen ein verblendeter Haufen sein, aber ihre Hartnäckigkeit ist beeindruckend. Was Shinra macht, ist grandios. Sieh doch nur. Was ist? Geht's? Hast du etwa eine Marco-Vergiftung? Nicht schon wieder. Da sind wir nun endlich in Sektor 7 angekommen und auf dem Weg zum siebten Himmel, da wo Tifa auf uns wartet. Ist das nicht der Traum eines jeden Jungen? Also meiner war's. Ja Leute, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Dann bekommen wir wieder einige Schnipsel aus der Vergangenheit geliefert und wir können ein bisschen Zeit mit Tifa verbringen und uns den siebten Himmel genauer angucken. Wir sehen uns dann am Montag zur nächsten Folge wieder. Haut rein, ciao.